willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality auf der Grünfelder Land. So, ich bin auf dem Weg mit dem Schütemaker zum Feld 109. Will dort mein Stroh aufsammeln. Weiß aber noch nicht, ob der MB-Truck genügend Leistung hat. Sollen wir mal ausprobieren. Stroh kann ich nämlich dann verwenden im Sägewerk als Brennstoff. Ups. Gucken wir mal. Ich fahre jetzt erstmal ins Feld und guck mal, ob das was wird. Ja, geht doch. Ja, also, perfekt. Ich meine, ich muss auch nicht alles Stroh aufsammeln. Ein Teil würde schon mal genügen. Ich muss den Dinkel noch verkaufen. Kann man den Müller anrufen, glaube ich. Hallo? Ja, bitte. Ja. Ah ja, Stefan, hallo. Zu dem wollte ich. Wo steht denn mein anderer Anhänger? Welcher andere? Den LKW-Anhänger, meine ich. Im Flieger? Ja, genau. Und den hatte ich. Das sollte beim Wind noch stehen. Ich fahre mal schnell rüber. Ja, weil ich müsste den Dinkel noch verkaufen. Den Flieger verkaufen? Den Dinkel. Den Dinkel. Ja, wenn ich den direkt dir verkaufen fahren sollte, dann sagst du mir bloß, sagst du mir Bescheid, dann mache ich das direkt. Jo, wäre gut. Zum Verkaufspreis höchstens, zum oder? Edeka. Okay. Gut, danke dir. Jo. Sonst alles klar bei euch? Jo. Krüger? Ja? Dein Trecker, der passt, der schafft den Shootmaker. Das ist gut. Ja, läuft. Ich hab gedacht, das sei ein bisschen schwach. Nö, ist okay. Ist 15 km/h. Ist ja gut. Das kann nicht gewesen sein, drin. Geht ordentlich was rein in den Anhänger.
So muss es ja auch sein. Aber muss man nicht so oft hin und her kutschieren. Müsste aber gleich mal voll sein, oder? Oder warte mal, was kriege ich denn für Stroh beim Viehhändler? Ist, glaube ich, sogar ein guter Preis. Dann fahre ich da mal eine Ladung hin. Weil ich musste eigentlich auch die zweimal wieder bezahlen. Die haben auch, ich glaube, 3 Wochen jetzt kein Geld gekriegt. Dann werde ich erstmal eine Ladung verkaufen fahren. Oder zwei. Klingelingeling. Diesel. Jo, ist bei euch gerade Geld, bei dir gerade Geld eingegangen? Nö. Nein, ich habe gerade Stroh verkauft, kam kein Geld an. Ja, kam wahrscheinlich beim Krüger, weil der Anhänger, glaube ich, vom Krüger ist. Weil ich habe einen Fendt-Ladewagen. Ach so, warte, ich frage ihn mal. Danke, tschüss. Ja, Volker, ich bin mit dem LKW da, soll ich direkt Roggen verkaufen, Dinge verkaufen fahren? Ja, das soll den Müller jetzt gerade machen. Der ist gerade mit dem Auto nur dumm unterwegs und ich hätte sonst sowieso jetzt nichts zu tun. Dein LKW, der steht schon beim Blaubeer. Nee, ich bin nicht dumm unterwegs. Der Herr Krüger hat mich losgeschickt, seinen Crash auch noch zu holen. Ah. Jo, dann mach das. Dann verkaufst du den Dinkel. Alles klar. Alles. Jo. Gut, bis denn. Bis denn, ne? Tschö. Ciao. Klingelingeling. Ja. Ja, bitte. Haben Sie gerade Geld gekriegt? Ja. Ah, wissen Sie, wie viel das war? 1312. Okay. Ja, ich wollte nämlich gerade in Lords Farm schreiben, ob jemand was verkauft hat. Ja, das war mein Stroh. Kommt aber gleich nochmal ein bisschen was. Okay, dann weiß ich Bescheid. Können irgendwie nicht kalkulieren, weil das Ihr Anhänger ist. Gut, Ja, aber sie benutzt doch den Anhänger normal, das müsste doch das trotzdem funktionieren. Ja, aber die sind so doof, die denken, das gehört dann ihrem Unternehmen, weil es ihre Fahrzeuge sind. Naja, ist halt so. Kommt noch ein bisschen was rein. Okay, weiß Bescheid. Jo, bis denn, tschö. Bis dann, wieder an.
So. Dann gucke ich mal, dann könnte ich wahrscheinlich eher noch eine Ladung. 1300 ist gar nicht mal so schlecht. Würde uns 2 Wochen die Kosten decken. Eventuell. Ups. Da haben wir doch glatt die Spur verpeilt. Eine Ladung werde ich auf jeden Fall nochmal verkaufen, vielleicht sogar 2. Das sind halt Zusatzeinnahmen. Die kann man schon mal mitnehmen. Wenn ich so überlege, dann hätte ich eigentlich den Dinkel auch mit Stroh ernten sollen. Aber naja, was soll's. Was soll's. Hier ist gar kein Stroh. Ich glaube, der Diesel hat hier ohne Strohablage geerntet. Bin mal gespannt, wie viel bei dem Dinkel rumkommt. Weil eigentlich müsste da jetzt noch mehr drin sein. Und der hat jetzt schon alles mitgenommen. Auch kein Stroh. So ein Mist. Da kommt ja gar nicht so viel zusammen, wie ich eigentlich gedacht habe. Ja, dann werde ich wahrscheinlich eine Ladung noch verkaufen. Und die nächste dann in den ins Strohlager kippen. So, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo und einen Kommentar da. Schaut morgen wieder rein bei der nächsten Folge Real Farming LS19 meets Reality. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.